Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Ostdrift, unserer Aufbausimulation aus dem Osten Europas im Jahre 1726. Dankeschön fürs Einschalten. Ist schon jetzt ganz schön cool ersichtlich langsam, wie groß doch hier die Bäume geworden sind. Das sehe ich jetzt gerade erst, also so fällt es jetzt gerade erst richtig auf. Ja, derzeit warten wir darauf, dass hier die Bäume entfernt werden für ein neues Wohnhaus. Anschließend daneben auch. Dann haben wir Platz für neue Familien. Dann möchte ich, dass dieser Brunnen abgebaut wird und ein neuer Brunnen auf diese Seite gebaut wird. Das sind so derzeit die Sachen, die ich hier durchziehen will. Wir haben vier Holzfäller derzeit, ja, im Aufgebot. Das heißt, diese Bäume sollten eigentlich schon schnell verschwinden können. Aber, das Aber ist groß, wir brauchen halt eine höhere Bevölkerung und einen zweiten Holzfäller. Wir müssen viel Holz einlagern, das geht gar nicht anders. Ich sehe gerade, das mit den Loks würde gehen. Es werden schon die Baumaterialien geliefert. Sechs Bäume müssen noch weg. Machen wir mal so und so. Das dauert ja noch, dass sich die Bauarbeiter um das kümmern, was halt noch vor der Tür steht. Ja, die Mühlen arbeiten derzeit nicht. Liegt daran, dass wir nicht genug Weizen haben. Und ja, wir haben schon Oktober und haben alles geerntet für die nächste Season, aber ich kann eigentlich schon einstellen, was folgen soll. Einmal wachsen lassen. Hier wäre es gut, wenn wir zum Beispiel. Das ist übrig. Wenn wir Buckwheat zaubern, könnten wir danach vielleicht nochmal Kartoffeln anpflanzen. Hier ist alles tippitoppi. Okay, die sind alle jetzt gespeichert. Dann warten wir nochmal kurz ab. Die bauen hier gerade den Brunnen ab und können eigentlich das gleich zum nächsten Brunnen bringen. Hühner haben wir ganz schön viele und Schweine sind noch nicht dazugekommen, oder? Doch! Oh ja, viele. Es gab einen Wurf. Perfekt, bald kann geschlachtet werden. Ich denke, so zwei Schweineställe wären gut. Bringt ihr die Sachen von da darüber? Ist das so intelligent schon, das Spiel? Ist ja irre. Das finde ich jetzt noch mal sehr cool. Nur die 10 Nägel müssen noch rübergebracht werden. Ja, Sonnenblumen haben wir leider derzeit kaum. Das lohnt nicht. Und es ist jetzt bald Winter. Felder sind leer. Viele Fische haben wir. Ja, dann bauen wir doch mal einen weiteren Hühnerstall. Wie angekündigt. Hauptsache, die Nägel verschwinden da. Dann kann ich den nämlich viel besser platzieren. Obwohl es hier, glaube ich, gut wäre, so. Sehr schön. So, hier noch ein Hühnerstall. Die können dann die Hühner miteinander verbinden. In der Mitte ist der Marktplatz. Und die laufen auch nicht alle kreuz querbeet und wir haben diese Wege hier nicht mehr, sondern laufen so drumrum. Finde ich besser. Wie sieht es hier aus? Wie viele Bäume müssen noch verschwinden? Noch zwei? Ja, dann baut mir erstmal den Hühnerstall. Haben wir Arbeitslose überhaupt? Vier Leute brauchen einen Job. Vier Leute warten auf jeden Fall auf einen Job.
Männer oder Frauen? Ich würde eher sagen Frauen anscheinend. Ja, nur. Was hier alles nur die Männer dürfen. Das ist super ärgerlich, weil die Frauen hocken zu Hause. Wir könnten aber auch arbeiten. Zumindest könnten sie doch Öl pressen, oder? Naja, egal. Okay, das Ding ist auch fertig. Hier kann jetzt gebaut werden. Zwei Baustellen haben wir. Wäre schön, wenn... Also am allerbesten wäre es natürlich, wenn auch weiterhin die Karren gut funktionieren. Ich schaue mal kurz. Das sieht aber auch so aus. Bretter. Na, gibt doch Info. Wie viele Bretter werden denn überhaupt gebraucht in der Gänze? 54, 108 Nägel. Ja, also noch ein paar Bretter und dann haben wir alles geliefert. Zwölf Lehm und vier Thatch. Okay. Ich glaube, das Spiel wird Modding-Support haben. Irgendwann. Aber die Modder müssen aufpassen, dass sie auf jeden Fall genug liefern. So, Schuhe, Weizen, Holzkohle. Ich kann euch zwei Weizen anbieten. Zwei Weizen könnt ihr mir abkaufen. Schuhe habe ich noch nicht, weil ich kein Leder habe. Leder kriege ich erst durchs Schlachten. Und dafür wäre natürlich das Gebäude eines Schuhmakers gar nicht so verkehrt. Das sollte jetzt aber reichen, ne? Zwölf. Und dann geht's endlich los. Das Schöne ist, das kann gebaut werden dann. Das andere Haus kann instant sofort auch danach gebaut werden durch die beiden. Dann ist vermutlich das andere Haus entfernt mit 5 Holz, dann kann da auch alles geliefert werden. Und jetzt können wir sogar mehr Bauarbeiter ja, losschicken, weil jetzt kann ich hier auf jeden Fall... ...die Fischer alle rausholen. Und hier aufführen als Bauarbeiter. Ach, hier können Frauen rein. Haha. So, und die können jetzt auf jeden Fall hier ackern als Bauarbeiter. Jetzt bauen endlich mal mehr Leute. Das hatten wir auch lange nicht mehr, dass schnell gebaut wurde. Aber ihr wisst, der See ist eingefroren, der Fluss oder See oder was auch immer das hier ist. Das heißt, da bringt es jetzt nichts mehr. Und Salz haben wir nicht für das Trocknen und so für Fische. Einlegen in Salz.
ist nicht möglich gerade. So. So, wir bringen jetzt von hier 5 Schicken rüber, dahin. Haben wir jetzt auch hingekriegt. Jetzt haben wir schon mal 2 davon. Das ist sehr gut. So, das Haus müsste jetzt auch gleich im Bau sein. Ja. Hier wird zumindest alles hergebracht. Mehr Bauarbeiter, desto schneller geht das natürlich alles. Und die Schweine grasen das hier frei von Schnee. Also die trampeln das so fertig, dass da absolut alles möglich ist. So, wir haben ein Livestock-Limit von 20. Und derzeit haben wir 12. Das heißt, wenn dann ein neues kommt, wird das die älteste Frau, älteste Dame, ältestes weibliches Schweinchen geschlachtet. So ist der Weg der Dinge. Und bald könnten wir auch einen zweiten Schweinestall schon mal bauen. So, das Wohnhaus ist im Bau. Wir haben ganz viele Bauarbeiter, die sich darum kümmern. Bereit, eine nächste Familie begrüßen zu können. Das muss jetzt mit Ressourcen beladen werden. Komplett. Dann geht's weiter. Bis jetzt hat keiner Geldnöte. Das ist auch gut. Hier werden die Bäume jetzt gefällt, auch von 8 Leuten. Ja, so kriegt man einen guten Rhythmus rein. Also bauen im Winter. Verschwindet schon ein bisschen Schnee? Nee. Bauen im Winter, produzieren im Sommer. Schnell sich vermehren. Ich überlege gerade, wie wir dann uns vergrößern sollten mit weiteren Wohnungen. Ich würde schon fast sagen, in diese Richtung hier hinter die Felder. Dann können die umso schneller bei den Feldern arbeiten. So, das ist natürlich jetzt krass. Na klar, das dauert sogar. Von daher wird das wohl eine Phase sein, in der ich auch den Schnellvorlauf aktivieren werde. Viele Wohnungen, viele Bäume müssen weg. Ganz viele. Ein weiterer Holzfäller ist eigentlich notwendig.
Försterei. Wir haben hier nicht so viele, Gott sei Dank. Der Weg ist halt auch sehr weit, ne? Also vielleicht wäre sogar ein Förster hier ein nicht so unsinniger. Oder hier oben? Ach, aber hier ja auch. Hier ist auch viel Wald. Also dann können sie ja den Weg darüber laufen. Aber so. Und so. Naja, so. Okay, soweit, so gut. Ganz alleine auf der Baustelle, der Gute. Wechselt sich jetzt ab mit dem, der macht alleine weiter. Ist ja auch kalt, ne? Will ja keiner mit Freunden arbeiten. Der Rest ist jetzt zu Hause. Echt jetzt? Kommt kein anderer? Ihr seid so viele. Und noch ein Arsch voll Bauarbeiter. Ja, geht doch. Sehr gut. So, ein weiterer Händler ist da. Der hätte gern Weizen, Holzkohle, Eisen oder... Eisen? Ich kann doch gar kein Eisen herstellen. Oder Schuhe. Bietet uns aber Salz zum Beispiel. Wie teuer wären 20? Zwei Salz kosten 20. Deal. Kann ich mal ein paar Fische einlegen danach. Okay, nächster Schritt ist hier der Schuhmaker. Können wir Schuhe auch gut verkaufen. Kostet nicht so viel Ressourcen, glaube ich. Und unsere Holzfäller, ja, haben hier schon den ersten Baum entfernt. Und ja, das ist wichtig. Also, ich meine, wir haben jetzt viele neue Leute, kriegen wir jetzt dazu, die jetzt hier oberhalb wohnen, in diesem Bereich. Und da werden einige jetzt arbeiten müssen als Holzfäller. Damit diese Riege hier bebaut werden kann. Ich habe jetzt keinen Bock, hier immer irgendwie auszuweichen auf solche Landflächen und hier noch bauen und hier noch bauen und den Wald stehen lassen. Nein, ich reiß das ab. Okay, ja, soweit, so gut. Wir warten jetzt mal ab, was passiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden jetzt ein bisschen abwarten. Vielleicht ist das nächste Video, wie gesagt, ein Schnelldurchlauf. Und bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.